Hi Friends und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha, ich freue mich, dass ihr heute mit am Start seid. Heute testen wir die neuen Produkte von Essence mit Merv zusammen aus. Ich habe mir die komplette Kollektion einmal gegönnt und ich weiß, ich bin ein bisschen spät auf der Party, aber als die Produkte rauskamen, habe ich irgendwie ganz YouTube mit den Produkten gesehen. Also irgendwie hat jeder ein PR-Paket bekommen oder und ja, dann war ich ein bisschen zu spät. Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen richtig. Und dann, als ich geguckt habe, war auch immer mal wieder irgendwas ausverkauft. Und dachte ich, okay, ich bin schon ein bisschen zu spät. Ich lasse es. Aber dann haben mich einige gefragt, ob ich auch eine Review First Impression drehen könnte. Und ich mache es natürlich, wenn es euch interessiert. Die Produkte lagen jetzt hier auch 2-3 Wochen. Ich kam jetzt auch nicht dazu. Ich habe die Produkte auch bis jetzt noch nicht einmal ausgetestet. Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Und bevor wir anfangen, wollte ich sagen, falls du noch auf meinem Kanal sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Ich würde mich sehr über deinen Support freuen. Und unten findest du auch einen Link zu meinem Instagram. Schau da auch gerne vorbei. Da würde ich mich auch sehr über deinen Support freuen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und wie ihr sehen könnt, bin ich schon größtenteils geschminkt. Ich habe auch meine Augenbrauen schon fast fertig, aber ich habe kein Gel benutzt, denn in der Kollektion gibt es ein Augenbrauen-Gel. Und zwar ist es von Essence das Lumination Style Brow Fixing Gel bei Merv. Und ich finde das Packaging sehr schön. Ich finde dieses Türkisgrün richtig, richtig schön. Und auch mit dem Gold, also wirklich sehr schöne Details. Und ich persönlich streife immer ein bisschen Produkt ab, weil ich Angst habe, dass da zu viel sein könnte. Und dann trage ich das einmal auf. Okay, dieses Gel ist gerade echt mega nice. Also das hat sehr schön meine Augenbrauen in eine Form gekämmt. Das finde ich richtig cool. Die meisten kämmen die nur durch so ein bisschen und die einzelnen Härchen werden so ein bisschen betont von dem Gel. Und die bleiben so wirklich so an der Haut ein bisschen schon kleben. Also so eine Mischung aus Brow Soap und einem ganz normalen Gel. Deswegen, also das gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Und auch das Bürstchen finde ich sehr angenehm. Damit kann man sehr präzise das Ganze kämmen und in Form bringen. Also das ist ungefähr, ich würde mal sagen, die Hälfte von einer Mascara-Bürste. Vielleicht ein Drittel. Also finde ich sehr cool und es ist auf jeden Fall sehr, sehr durchdacht. Also gefällt mir, muss ich sagen, fürs Erste richtig gut. So, die andere Seite habe ich auch durchgekämmt und hier auf der Seite habe ich das Produkt nicht abgestreift von der Bürste und bin direkt in meine Augenbraue gegangen und ich finde, das ist ein bisschen zu viel. Deswegen in Zukunft würde ich auch das Produkt ein bisschen noch abstreifen und dann ist meine Augenbrauen durchkämmen. Das Ergebnis gefällt mir viel besser und man kann auch so ein bisschen, finde ich, präziser arbeiten, weil wenn ich so direkt ganz viel Gel drauf klatsche, dann habe ich das Gefühl, muss ich das so ein bisschen schon retten, weil es zu viel ist. Und so, wenn ich so nach und nach das aufbaue, finde ich das viel angenehmer. Bevor wir zur Lidschattenpalette kommen, gibt es noch eine Base und zwar von Essence, die Super Coverage Eyeshadow Base by Merv. Auch das Packaging hier wieder sehr schön. Das Packaging ist auch sehr einheitlich. Ich glaube, wir haben super viel Produkt drin. Wir haben hier Uno Momento 15 ml drin. Also ich finde das für eine Base schon ziemlich, ziemlich viel. Ich glaube, die von Anastasia Beverly Hills hat auch 15 ml. Die Originalgröße habe ich nicht von Anastasia, sondern nur die Mini-Größe. Und die hat mir so lange gereicht und da ist auch nur 7 ml drin. Und die habe ich schon seit 2 Jahren und habe die immer noch nicht leer. Und ja, mit 15 ml sind wir auf jeden Fall sehr gut bedient für die nächsten 2 Jahre mindestens. So, ich trage das jetzt einmal auf mein Lid auf und verteile es mit meinem Finger. Eigentlich verteile ich das viel lieber mit dem Pinsel, aber ich habe keinen sauberen Pinsel gerade. Love it, ich muss wieder dringend meine Pinsel waschen. Okay, das ist gerade unglaublich deckend. Ich trage hier mal ein bisschen von der Seite gleich auf die andere Seite auf. So, ich gehe jetzt noch einmal mit meinem Schwamm ein bisschen drüber. Was ich eigentlich komplett vergessen habe zu erwähnen, pünktlich zum Dezember gibt es jetzt Gewinnspiele hier auf meinem Kanal. Und zwar gibt es auch heute eins in diesem Video. Was ihr gewinnen könnt und wie ihr gewinnen könnt, klären wir am Ende von diesem Video. Aber ich habe es komplett vergessen im Intro zu erwähnen. I'm so sorry. Aber kommen wir zurück zur Base. Die finde ich so aufs Erste sehr, sehr cool. Die erinnert mich sehr stark an Anastasia. Die ist nicht sticky, hat eine schöne Farbe und ist auch sehr gleichmäßig. Das mag ich sehr gerne. Ich mag keine Eyeshadow-Bases, die so klebrig sind. Das gefällt mir. Mag ich
gar nicht bei meinem Lied, zum Beispiel den MDK oder der von Fenty, das geht gar nicht. Ich mag dieses Gefühl nicht, also als Primer sehr, sehr gerne, aber nicht als Eyeshadow Base. Genau, 2 von 3 Produkten haben wir jetzt einmal ausgetestet und jetzt kommen wir zum Herzstück von dieser Kollektion und zwar ist es die Lidschattenpalette. Das ist die Essence Eyeshadow Palette bei MAC und das Design sieht auch hier sehr, sehr schön aus. Es ist genau das gleiche Design wie bei den anderen 2 Produkten, finde ich sehr schön. Es ist sehr einheitlich. Ich habe auch das Gefühl, obwohl das Design sehr ähnlich ist mit den anderen 2 Produkten, ist es immer so ein bisschen noch was Einzigartiges, weil es überall noch ein bisschen anders ausschaut, wenn ihr wisst, was ich meine. Also hier zum Beispiel hat man einen weißen Hintergrund und hier eben, sag ich mal, einen durchsichtigen und hier hat man halt den grünen Hintergrund. Deswegen, das finde ich ganz cool, dass das irgendwie all in all gleich ausschaut, aber irgendwie jedes Produkt nochmal ein bisschen anders. Und das finde ich auch ganz cool. Die Palette kann man einmal aufklappen und hier ist auch so ein sehr, sehr schönes Design. Also ich finde es echt mega, dass so das Design durchdacht ist. Also ich mag es nicht, wenn es jetzt hier zum Beispiel komplett leer wäre oder so, sondern es ist wirklich mit Liebe und Detail gearbeitet worden. Und das kann man hier auch einmal öffnen und dann schaut es einmal so aus. Und das ist dann so ein hellrosa, finde ich sehr, sehr schön. Wir haben hier auch einen Spiegel mit dabei und 18 Lidschatten. Ne? Wir haben ein paar Neutral-Töne dabei, auch so ein Schwarz und ein Weiß. Dann haben wir noch so ein paar Rosé-Töne und noch ein paar Blautöne mit drin. Finde ich sehr spannend, die Kombination. Und ja, mal gucken, wie es auf dem Auge performen wird. Außerdem ist die Palette so konzipiert worden, dass man die so hinstellen kann. Das heißt, falls ihr die die ganze Zeit nicht halten möchtet, dann könnt ihr sie einfach so auf euren Schminktisch aufstellen und euch so schminken. Das fand ich auch eine sehr, sehr coole, praktische Idee. Und was mir gerade noch auffällt, ist, dass die Lidschatten keine Namen haben. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde das schön finden, hätten die noch Namen bekommen. Aber an sich finde ich das auch nicht so schlimm, weil die Palette gibt so viel her, dass mir das sogar erst später aufgefallen ist, dass die keine Namen haben. Und ich gehe mit einem Blendepinsel einmal in diesen hellbraunen Lidschatten rein. Und den stelle ich einmal in meiner Lidfalte auf. Und die Farbe, ich finde die irgendwie sehr schön. Es ist eine sehr, sehr helle Kaffeefarbe, würde ich mal sagen. Also gefällt mir an sich sehr gut. Ich mag diese soften, kühleren Alltagstöne. Und die ist auch so ein bisschen mehr in der kühleren Richtung, so fürs Erste, was ich sehr, sehr cool finde. Dann gehe ich mit dem Blendepinsel in dieses etwas dunklere Braun. Und das trage ich einmal hier nach oben drüber auf. Und die ist auf jeden Fall etwas krasser am Start als die erste Farbe. Also man kann sehen, dass die Farben echt sehr gut pigmentiert sind. Aber die erste ist und sollte, denke ich mal, hell sein. Und die soll einfach ein bisschen mehr in dieses wirkliche Kaffeebraun gehen. Natürlich ist jetzt gerade meine Kamera ausgegangen und ich habe diesen braunen, dunklen Lidschattenton einmal hier nochmal in meiner Lidfalte aufgetragen. Und so viel kann ich euch sagen, der ist super krass pigmentiert, also wirklich sehr, sehr nice. Ist auch relativ kühl, was ich bei braunen Tönen unglaublich feiere. Aber es dauert ein bisschen, das Ganze sehr schön und sauber auszublenden. Deswegen hier wirklich vorsichtig reingehen und so ein bisschen nach und nach aufbauen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt Probleme, das hier so richtig schön drüber zu blenden. Also irgendwie habe ich hier so eine Stelle, die irgendwie nichts aufnehmen will von den Lidschatten. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob mein Auge nicht mitmachen will oder ob die Lidschatten nicht mitmachen wollen. So, ich habe mir schnell noch eine Cut Crease gezogen mit der Eyeshadow Base. Das hat auch sehr gut geklappt und war auch sehr, sehr deckend. Also ich habe nicht vorher irgendwie den Lidschatten entfernt oder so. Das mache ich in der Regel nie. Deswegen auch hier als Cut Crease funktioniert er auch sehr, sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt mit einem ganz normalen Lidschattenpinsel in wieder dieses hellere Braun. Und das drehe ich einmal hier hinten auf. Dann nehme ich einen sehr, sehr schmalen Lidschattenpinsel und gehe in dieses dunkle Blau rein. Und das trage ich einmal hier zu Beginn von der Cut Crease auf. Okay, das Blau sieht auch mega, mega krass heftig aus. Also ich bin ein bisschen arg begeistert von den Produkten, wenn man bedenkt, ich habe für alle 3 Produkte 15,90 € gezahlt. Und es ist ja noch ein bisschen zu teuer gewesen. Also die kosten noch ein bisschen weniger. Dafür sind es gerade mega heftige Produkte für eine super Qualität. So, ich nehme einmal einen anderen Lidschattenpinsel und gehe in dieses dunkle Schimmer rein. Und das drehe ich einmal hier hinten auf. So, das Braun habe ich jetzt einmal aufgetragen und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe versucht, so ein bisschen ineinander zu blenden. Und ich habe, wie ihr sehen könnt, auch Fallout bekommen. Ich mache das jetzt einmal kurz weg. Okay, das hat überraschend sehr, sehr gut geklappt. Love it. So, Fallout ist jetzt einmal weg und es hat echt
sehr gut funktioniert. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Und ich nehme einen anderen kleinen Lidschattenpinsel und gehe einmal, ich glaube, ich gehe einmal in dieses Icy rein. Und das streiche ich in meinem Innenwinkel auf. Okay, das ist heftig. So, dann habe ich noch einen sehr festgebundenen Lidschattenpinsel, der so gerade abgeschnitten ist. Und damit gehe ich jetzt noch in dieses dunkle matte Blau rein. Und das streiche ich unter meinem unteren Wimpernkranz auf. Also die Farbe ist auch super krass pigmentiert. Ich blende sie jetzt noch so ein bisschen aus. Ich gehe jetzt noch in diesen Champagner-Schimmer rein und den streiche ich einmal unter meiner Augenbraue auf. Okay, das ist so unglaublich heftig. Also Friends, mit dem Lidschatten-Look wären wir jetzt einmal fertig. Ich würde das Ganze einmal noch auf der anderen Seite schminken, Lashes drauf und so weiter und so fort. Und dann kommen wir auch schon zum Fazit der Produkte. I'm back, mein Make-up ist jetzt einmal fertig und ich muss sagen, ich finde den Look richtig schön. Also so mit Eyeliner und Lashes, das sieht sehr hochwertig aus. Die Produkte waren für die Drogerie sehr gut. Man hat aber gemerkt, dass es Drogerieprodukte sind. Ich habe erst gestern die Produkte von Anastasia benutzt. Ich habe halt gerade den super krassen Vergleich, sage ich jetzt mal so. Die Palette ist gut. Für den Preis kann man sich auf jeden Fall die mal anschauen oder auch holen, weil die Farben sind sehr schön. Die sind auch gut pigmentiert, aber manche Farben muss man ein bisschen mehr Arbeit investieren, bei manchen ein bisschen weniger, aber dafür ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lidschattenpalette. Mir persönlich gefallen die zwei Produkte irgendwie ein bisschen mehr als die Palette. Ich finde die Palette cool von den Farben her, aber ich habe das Gefühl, nicht alle Farben performen so 1A-Bombe, also die manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, aber ich finde sie all in all auch sehr, sehr gut. Die finde ich aber ein bisschen cooler, also ich könnte mir vorstellen, dass ich die wirklich im Alltag oft benutzen würde, weil das eine sehr, sehr krasse Qualität ist für, ich weiß nicht, 3 Euro je Produkt oder so, also das ist echt heftig. Und ja, für den Preis könnt ihr euch definitiv alles holen, deswegen Respekt hier an Merv und Essence, dass sie so coole Produkte rausgebracht haben. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, habt ihr die Produkte ausgetestet oder nicht, wieso möchtet ihr sie nicht austesten? Wie findet ihr den Look? Würde mich sehr interessieren. Und wir kommen natürlich auch noch zum Gewinnspiel, bevor ich das wieder vergesse. Ich blende euch das hier irgendwo mal ein. Und zwar könnt ihr diese Produkte gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, ist diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und natürlich ist dieses Gewinnspiel auch an meine Community. Das heißt, ihr solltet ein Abonnent von meinem Kanal sein. Und etwas in die Kommentare schreiben. Also ihr könnt schreiben, was ihr möchtet. Wie ihr, wie gesagt, die Palette fandet, die Kollektion. Oder auch nur Emojis, das bleibt euch vollkommen selbst überlassen. Und ich würde mich sehr freuen über deinen Support und wenn du mitmachen würdest. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Glück. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao.